Sehr geehrte Frau Staatsanwältin, geschätzter Kollege, meine sehr geehrten Damen und Herren. Anlass der Pressekonferenz ist, wie es bereits genannt wurde, die Auffindung von weiblichen Leichenteilen und einer männlichen Leiche am 3. Jänner und am gestrigen Tag am Ufer des Traunsees südlich von Gmunden. Ich darf eine kleine Chronologie noch einmal schildern, wie die Dinge sich darstellen und darf dann in weiterer Folge an die Frau Staatsanwältin überleiten im Hinblick auf die Ergebnisse der Obduktion und die Schlussfolgerungen aufgrund dieser Ergebnisse. Was wurde uns wann bekannt? Am 3.1. um 11.55 Uhr wurde ein Hartschalenkoffer am Ufer des Traunsees von einem Anrainer aufgefunden und die Polizei verständigt. Darin waren mehrere Teile einer weiblichen Frau. Ebenfalls am 3. Jänner, am späten Nachmittag, bereits am frühen Abend kann man sagen, wurde durch den Einsatz eines Diensthundes ein weiterer Koffer entdeckt, worin sich ebenfalls ein Leichenteil befand. Diese Teile und die Utensilien wurden zur Gerichtsmedizin in Salzburg gebracht, noch am Sonntag am Abend, und dann dort entsprechend gerichtsmedizinisch untersucht und obduziert. Es wurde festgestellt, dass sich in den beiden Koffern ein insgesamt nicht vollständiger weiblicher Leichnam befand. Das Alter und die Ergebnisse diesbezüglich wurden den Medien bereits geschildert. Dann wurde am gestrigen Tag vormittags eine weitere routinemäßige Suche am Fundort abgehalten. Einerseits routinemäßig, um eventuell vorhandene Spuren zu sichern, andererseits aber auch die Suche fortzusetzen, weil noch Teile des Leichnams fehlten. In diesem Zusammenhang schlug dann noch einmal ein Diensthund an. Aufgrund dessen wurde auch ein Cobra-Team, ein Tauchteam der Cobra eingesetzt. Und dieses Team konnte dann in weiterer Folge am gestrigen Nachmittag eine männliche Leiche in unmittelbarer Nähe des Ufergeländes feststellen, wo dann die Bergung eingeleitet wurde. Neben dieser männlichen Leiche, ja, die an deren Händen mit Kabelbindern Taschen befestigt waren, die einerseits mit privaten Utensilien und andererseits mit Granitsteinen beschwert waren, wurden noch eine Tasche mit einem Betonblock gefunden. Sämtliche Utensilien und natürlich auch der Leichnam wurden dann in weiterer Folge nach Salzburg zum Gerichtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik Salzburg gebracht. Dort wurden dann die Behältnisse geöffnet und die Obduktion und die Maßnahmen in der Gerichtsmedizin gesetzt. Bezüglich der Ergebnisse dieser Obduktion und der vorangegangenen Obduktion und die Schlüsse darauf darf ich nun an die Frau Staatsanwältin überleiten. Danke. Ja, ganz kurz zu den Ergebnissen der Obduktion. Also die Obduktion der Leichenteile der Frau hat ja ergeben, dass es sich dabei um eine Frau handelt, im Alter zwischen 50 und 70, eher im oberen Bereich. Etwas schwieriger war es natürlich dadurch, weil es sich um einzelne Leichenteile gehandelt hat. Das war also die Leiche nicht im Ganzen. Das Ergebnis ist vorbehaltlich der toxikologischen Untersuchung, die noch ausständig ist, vorerst eben, dass diese Frau erdrosselt wurde. Die Obduktion der männlichen Leiche hat keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung von außen ergeben und auch vorbehaltlich der toxikologischen Untersuchung ergeben, dass der Mann ertrunken ist. Es sind, wie gesagt, die toxikologischen Gutachten sind noch ausständig, erst dann kann man das abschließend sagen, und die DNA-Ergebnisse sind ebenfalls noch ausständig. So viel
eigentlich zu den Obduktionen an sich. Ja, die Schlussfolgerung daraus natürlich ist einmal in erster Linie ist jetzt zu denken an einen erweiterten Selbstmord. Dass die Frau erdrosselt wurde, ist, wie gesagt, vorbehaltlich des toxikologischen Gutachtens an sich soweit sicher. Und jetzt, nachdem bei der männlichen Person keine Gewalteinwirkungen festgestellt wurden und er offensichtlich ertrunken ist, ist in erster Linie mal davon auszugehen, dass es sich um einen erweiterten Selbstmord handelt. Aber die Ermittlungen sind hier auch natürlich noch am Laufen. Abschließend kann man das erst sagen, wenn sämtliche Gutachten eingelangt sind und auch der Tatort und so weiter alles geklärt ist. Unsere weiteren Ermittlungsschritte beziehen sich jetzt natürlich in erster Linie auf die endgültige Identifizierung der beiden Leichname. Hier arbeiten wir mit Hochdruck. Und wie die Frau Staatsanwältin auch bereits angesprochen hat, geht es auch darum, den Tatort ausfindig zu machen. Hier haben wir derzeit noch keine Hinweise, wo tatsächlich also diese Gewalttat stattgefunden hat. Der Kollege Kepitsch von unserer Tatortgruppe wird jene Fotos, die hinter uns aufgehängt worden sind, noch erklären, die uns eventuell Hinweise geben könnten, wo sich jemand mit diesen Gepäckstücken oder insbesondere, was dann dieses Kleidungsstück betrifft, welches hinter mir aufgehängt ist, ob das irgendjemand kennt und aufgefallen ist. In diesem Sinne darf ich dich bitten, dass du das erklärst. Die Kleidung des Opfers, ein Pullover, T-Shirt-mäßig der Marke Rabe, eine Hose, eine schwarze Jeanshose, Trada, Größe 44 bis 46 und ein doppelter Gürtel. Das sind einmal die Gegenstände bei der Frau, die aufgefunden wurden in den Koffern. Und das sind die beiden Koffer. Der erste Koffer ist aufgefunden worden an dieser Stelle. Da ist die erste Stelle vom Koffer. Das ist die zweite Stelle, wo der zweite Koffer aufgetaucht ist. Und auf diesem Steg, da am Ende des Steges, ist dann die Tasche und die Leiche vom Mann aufgetaucht worden. Die beiden Koffer der Marken Delsi sind beide Koffer. Einer mit einem Zuggurt noch befestigt, einen Gürtel, und in diesen beiden Koffern waren persönliche Kleidungsstücke. Entschuldigung, das waren die Koffer mit den Leichenteilen. Beide waren Leichenteile und auch der Kleidung, in dem war die Kleidung auch von der Frau. Und diese Handtücher. Im Großen und Ganzen wäre das, sage ich mal, der derzeitig bekannte Sachverhalt. Wie bereits gesagt, laufen jetzt die Ermittlungen wirklich mit Hochdruck, diese Personen zu identifizieren und dann die weiteren Abklärungsmaßnahmen für uns zu setzen. Natürlich gibt es verschiedene offene Fragen, wie diese Leute dann dort tatsächlich hingekommen sind und einige andere Fragen, die wir derzeit nicht beantworten können. Und ich glaube, wir dürfen jetzt eine kleine Fragerunde eröffnen und versuchen, das zu beantworten, was wir aus den derzeitigen Ermittlungsansätzen auch beantworten können. Bitte. Kollege Mitterlehner, was ist mit dem Koffer, wo der Betonklotz drinnen war? Was ist in diesem Betonklotz? War da irgendwas eingemauert? Was ist da gefunden worden? In diesem Betonklotz, der wurde gestern von den Cobra-Tauchern eben auch in einer Tasche gefunden. Und diese Tasche wurde zur Gerichtsmedizin Salzburg gebracht. Und mir persönlich war bis zum Abend auch nicht bekannt, was tatsächlich in dieser Tasche und in diesem Betonklotz ist. Aber
wie sich eben erwarten lässt, war in diesem Betonklotz tatsächlich dann der fehlende Körperteil, der Kopf der weiblichen Person eingemauert. Und dieser Betonklotz wurde bei der Gerichtsmedizin Salzburg gelöst und geöffnet. Gibt es Vermisstenanzeigen, die eventuell auf den Fall zutreffen können? Wir haben derzeit keine passenden vermissten Anzeigen, die bei uns eingegangen wären. Wenn es ein erweiterter Selbstmord war, müsste ja irgendwo ein Auto stehen wahrscheinlich, weil so ein Koffer bringt man ja nicht so einfach als Ufer. Das ist richtig, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug im Spiel war. Das ist eine der offenen Fragen, die sich für uns stellt. Es gibt natürlich Varianten, wo man sich das erklären kann, warum derzeit kein Auto vorhanden ist. Aber das ist sicherlich eine Frage, die beantwortet werden muss. Also ist es in der näheren Umgebung oder dort irgendein wertloses Fahrzeug herumsteht? Wir gehen davon aus, natürlich sind wir auf der Suche nach einem entsprechenden Fahrzeug. Bis dato haben wir keinen Hinweis auf ein herrenloses, mit Anführungszeichen, Fahrzeug gefunden. Wird heute noch weiter gesucht? Geht man davon aus, ob weitere Flaschen oder andere? Das hängt von den weiteren Ermittlungsergebnissen ab. Wenn hier gewisse Fragen auftauchen, dann kann es auch durchaus sein, dass wir auch noch einmal tauchen müssen und dass die Suchaktion in diesem Bereich oder vielleicht im erweiterten Bereich fortgesetzt werden muss. Das hängt in erster Linie davon ab, ob wir den Tatort letzten Endes feststellen können oder nicht. Ist die weibliche Leiche jetzt schon komplett? Das wurde bereits erwähnt, sie ist komplett. Was können Sie uns über das Alter der männlichen Leiche sagen? Ist sie im gleichen Alter wie die weibliche Leiche? Ich glaube, das war ungefähr im gleichen Alter. Die genaue Schätzung ist mir jetzt nicht bekannt. Das heißt, es waren auch bei der männlichen Leiche keine gearteten Dokumente dabei oder Geldtaschen oder sonst irgendwas, mit dem man ihn schon möglicherweise ein bisschen eingrenzen könnte. Die Identität steht eben noch nicht fest und hier laufen noch Abklärungen, um tatsächlich definitiv die Identität bestimmen zu können. Aber war was dabei? Also das wollen wir derzeit aus grundsätzlichen Überlegungen noch für uns behalten. Wie erklärt man sich den Aufwand mit der weiblichen Leiche, wenn dann der Mörder oder der Selbstmörder sich dann auch richtet? Das ist auch eine dieser Fragen, die wir uns stellen und ich hoffe, dass wir im Rahmen der weiteren Ermittlungshandlungen auch diese Frage ausreichend beantworten können. Aber wie bereits gesagt wurde, deutet derzeit alles darauf hin, dass bei diesem Mann eine Selbsttötung vorliegt. Wie sind die Leichen genau zerstückelt worden? Es tut mir leid, wenn ich diese Detailfragen nicht beantworten möchte. Andere Detailfrage, die Steine aus der Tasche, haben die mitgenommen gehabt oder haben die dort verurteilt? Das ist auch eine Frage, die wir derzeit noch nicht definitiv beantworten können. Es handelt sich aber um handelsübliche Leistensteine, Granitsteine, die durchaus in der Umgebung zu finden sein könnten. Gibt es noch eine laufende Suche nach dem Auto? Da laufen die derzeitigen Fahndungsmaßnahmen. Handmunden oder kann man das genauso? Das kann man derzeit nicht eingrenzen und diesbezüglich möchte ich ja keine Details bekannt geben. Kann man zum Todeszeitpunkt was sagen von den beiden Leichen, dass die auseinander liegt? Weiter auseinander? Soweit bisher der Sachverhalt eingeschätzt werden kann, dürften, sagen wir mal, die beiden Zeitpunkte nicht ganz gleichzeitig stattgefunden haben. Also dort ist eine ausreichende Differenz vorhanden. Tage? Kann ich nicht genau jetzt sagen. Also die Frau wurde vorher ermordet? So wie es derzeit aussieht, dürfte die Frau vorher getötet worden sein und dann sich der Mann selbst das Leben genommen haben. Hat man denn bei dem Mann Blutspuren entdeckt schon auf der Kleidung?
Derartige Details möchte ich jetzt nicht beantworten, aber wie bereits gesagt, sind keinerlei Hinweise auf der Kleidung oder am Körper des Mannes gefunden worden, die auf Fremdverschulden hinweisen würden. Die Frage der Fremdverschulden der Frau nicht eigentlich. Also ob es Blutspuren von der Frau am Körper des Mannes gegeben hat? Kann ich derzeit nicht beantworten. Wie lange die Koffer in der Art von Wasser waren, beziehungsweise in der Toilette, war wahrscheinlich zeitgleich gemacht. Kann derzeit auch nicht definitiv beantwortet werden. Kann man sagen, der Todeszeitpunkt war nach Weihnachten oder wie kann man den Todeszeitpunkt ungefähr beschreiben? Das wurde von uns auch bereits veröffentlicht, dass der Todeszeitpunkt zwischen Weihnachten und der Auffindungszeit eben liegen dürfte. Was macht man jetzt, um die Identität der beiden Personen zu klären? Welche Schritte sind da jetzt noch notwendig oder werden da jetzt gesetzt? Ich ersuche um Verständnis, dass wir hier die genauen Maßnahmen aus grundsätzlichen Überlegungen derzeit nicht bekannt geben wollen. Faktum ist, dass wir natürlich mit Hochdruck alle Hinweise, die wir bekommen haben, jetzt im Rahmen der gerichtsmedizinischen Untersuchungen und auch aller anderen Hinweise verarbeiten, um hier zu einem raschen Ergebnis zu kommen. Gibt es Hinweise zur Bevölkerung? Derzeit nicht. Könnten Sie noch einmal kurz präzisieren, warum Sie so relativ sicher sind, dass das auf ein Selbstmord gewesen sein dürfte? Weil das klingt eben erst ein bisschen sehr aufwendig. Weil der Mann eindeutig ertrunken ist und keinerlei Verletzungen aufgewiesen hat, die auf Mitwirkung eines Dritten sozusagen hindeuten würde, dass jemand zu diesem Steg oder zu dieser Stelle geschleppt worden wäre, dass vorher eine Auseinandersetzung stattgefunden hätte oder dass irgendetwas darauf hinweisen würde, dass dieser Mann ebenfalls durch dritte Hand umgekommen wäre. Man wird das überprüfen und wird alles für und wieder abwägen. Und wenn etwas in Richtung Fremdverschulden deutet, wenn hier offene Fragen vorhanden sind, dann wird man die auch entsprechend untersuchen und nicht leichtfertig eine Variante sozusagen beiseite schieben, die auf ein weiteres Fremdverschulden hier hinweisen würden. Sondern alles wird hier fein säuberlich abgewogen und muss letzten Endes stimmig sein, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Wie tief ist das Wasser von dem Fundort ungefähr? Circa 5 Meter, 4 bis 5 Meter. Geht man davon aus, dass die beiden Personen eher aus der Region sind oder könnten das auch Urlauber sein? Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich um Personen aus dem mitteleuropäischen Raum handeln dürfte. Wenn man die Strömungsverhältnisse am Transit berücksichtigt, ist davon auszugehen, dass alles an Steg hineingeworfen wurde oder ist es an verschiedenen Orten in den See? Also ich glaube, so wie sich die derzeitige Situation eben gezeigt hat, dürften sämtliche Gegenstände dort in diesem Bereich deponiert worden sein. Und abgetrieben sein. Und ein Stück weit abgetrieben worden sein, recht weit aufgrund der Bilder, dürfte es ja nicht gewesen sein. Und eigentlich wäre das zumindest aus unserer derzeitigen Sicht schlüssig. Derzeit noch nicht, wenn wir natürlich liegen hier entsprechende Ergebnisse vor und wir könnten das noch nachreichen, wenn hier Informationen für die Öffentlichkeit notwendig sind, wenn wir derartige Informationen für die weiteren Ermittlungen brauchen, dann werden wir das in nächster Zeit nachreichen. Die Größe war ca. 1,70, das genaue Gewicht kann ich Ihnen, nachdem ich persönlich...
Bitte? Korpulent, also korpulent. Das würde ich nicht unbedingt erwähnen wollen. Was bitte? Wir haben es nicht gehört auf dieser Seite. Mit welchem Werkzeug die Frau erdrosselt wurde und auf welche Art die Frau erdrosselt wurde. Und ich habe dazu gesagt, dass wir das derzeit nicht erwähnen wollen. Und wie schwer war die Tasche mit den Steinen ungefähr? Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt nicht im Detail jetzt bestimmt sagen, aber es waren, wenn da entsprechende Granitsteine in der Tasche sind, natürlich schon einige Kilos. Sie haben welche Spuren am Ufer, seit der Fußabdrücke oder was? Wir haben das Ufergelände sehr sauber abgesucht. Man muss dazu sagen, dass uns die Witterung hier leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es hat Schneefall eingesetzt in der Nacht zum 3.1. und das macht die Sicherung von eventuellen Spuren natürlich nicht einfacher. Bisher haben wir solche nicht festgestellt. Darf ich nochmal zu den Koffern und Taschen nachfragen? Wo genau ist denn dieser Betonklotz jetzt noch einmal aufgefunden worden und ist davon auszugehen, dass auch die anderen Leichenteile ursprünglich beschwert worden durch irgendwelche Taschen mit Steinen oder dergleichen? Die Tasche mit dem Betonklotz ist ebenfalls an diesem Steg in das Wasser geworfen worden, wo auch der männliche Leichnam dann gefunden wurde, in unmittelbarer Nähe. Und es ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Koffer dort in das Wasser gesetzt wurden oder geworfen wurden. Und beschwert waren die Hartschalenkoffer nicht. Diese Tasche mit dem Betonklotz war nicht an den Mann angebunden, sondern zwei andere Taschen waren an den Richtig, Mann angebunden. Richtig, ja. Und da waren persönliche Dokumente und Steine drin? Da war in einer Tasche persönliche Gegenstände, persönliche Utensilien verschiedener Art und in der anderen Tasche, die am Handgelenk angebunden war, befanden sich Granitsteine. Und womit angebunden? Mit einem Kabelbinder. Kennst du sonst diese persönlichen Gegenstände? Dazu wollen wir uns derzeit nicht äußern. Ein Kopf einzudeponieren, braucht man dafür spezielles Gerät oder kann das jeder im Prinzip machen? Ich bin nur, sage ich mal, ein bescheidener Handwerker. Persönlich glaube aber, dass nicht allzu viel Kunst dazugehört. Man braucht eine Form, wo mit Anführungszeichen der Kopf hineinpasst und man gießt das dann mehr oder weniger aus und wartet, bis es trocken ist. Und ich denke, dass dazu keine besonderen Kenntnisse erforderlich sind. Lässt das, was davon noch übrig ist, den Schluss auf eine Identität zu oder ist das unkenntlich? Nein, natürlich hilft uns das auch, was dann sozusagen sichtbar wurde bei der Identifizierung des weiblichen Opfers, Leichnams. Aber beim ersten Anschein des Betonklotzes konnte man noch nichts von einem Kopf irgendwo erahnen oder sehen. Habe ich schon erwähnt, dass dieser gesamte Klotz in einer Tasche verwahrt war und diese Tasche war verschlossen und wurde in weiterer Folge erst durch die Gerichtsmedizin geöffnet. Und dann hat man geschaut, was ist darin und dort wurde dann eigentlich erst festgestellt, was sich in der Tasche und in diesem Klotz befindet. Ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir es. Ich hätte eine Frage, vor allem die Achse dabei, mit dem die Leiche zerstückelt worden ist. War das in einem der Koffer drin? Keine Antworten zu diesen Fragen. Also dieser Fall, wie wir jetzt schon besprochen haben, lässt natürlich noch einiges offen. Das heißt, die Ermittlungen sind noch im Gange. Herzlichen Dank der Staatsanwältin nochmal, auch dem Leiter des Landeskriminalamts und dem Leiter der Tatortgruppe. Es ist natürlich jetzt noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen werden weitergehen. Es lässt natürlich einige Fragen noch offen. Allerdings sind jetzt schon sehr viele Fakten genannt worden. Das heißt, wir haben jetzt derzeit einen männlichen Leichnam und eine weibliche Leiche. Und auch die weiteren Details werden dann in nächster Zeit von uns bekannt gegeben, sofern das Staatsanwaltschaft und auch die Ermittler so bestätigen können. Danke vielmals fürs Kommen. Herzlichen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja.